Guten Morgen. Moin, Robert. Da riecht was zu lesen hier im Motorraum. Hm? Tiefpunkt Brembo. Tiefziehen. Ja, gut. Tiefziehen. Tiefziehen machen wir, aber nicht wieder das I oder die beiden Is mit dem Gewinde, sondern wir bauen heute wieder ein Luftfahrwerk ein in diesen Seat Leon Cupra. Ich glaube, es ist ein Cupra R, ne? Wir haben nochmal diesen Schlitz hier vorne. Falls ich mich irre, lünch mich nicht. Kribbel ich meine Ärmel hoch, es ist rattenkalt. Ich war gestern noch im warmen Portugal und jetzt heute hier. Zu kalt, einfach viel zu kalt. Sibirien, es war minus 1 Grad heute Morgen. Unmenschliche Temperatur. Eigentlich sollte man kältefrei dabei kriegen. Ist so. Ja. Ich stimme für kältefrei. Wählt mich als Präsident, dann kriegt ihr kältefrei. Ja, genau. Ja, ich habe schon angefangen. Der hat ein KW-Fahrwerk drin, also ein Gewindefahrwerk. Das geht ihm nicht tief genug, deswegen bauen wir hier wieder ein Luftfahrwerk ein von Gas. So. Habt ihr bei den Golfen, Golf 2, irgendwo hier oben oder da, habt ihr das schon mal gesehen. Das wird eigentlich relativ ähnlich, nur halt mal ein anderes Auto, damit ihr das auch mal bei einem neueren Auto seht. Der einzige Unterschied ist, dass der zwei Kompressoren bekommt. Hat den Vorteil, dass der Tank natürlich schneller voll ist, weil ich sag mal, der hat ja auch jetzt den kleinen Basistank. Wenn du das Auto jetzt ganz unten hast und hochfährst, dann ist der Tank, sag ich mal, schon an der Grenze, ne, und muss wieder neu befüllt werden. Mit zwei Kompressionen ist er natürlich besser als mit einem. Ja, es ist so ein Mix. Ich denke, das soll auch ein bisschen, also es soll jetzt kein Track-Tool oder werden oder Ring-Tool. Da ist einfach Luftfahrwerk das Falsche. Das ist das KW eigentlich eindeutig das Bessere. Aber vielleicht ist das einfach sein Geschmack. Ne? Geschmäcker sind ja verschieden, muss ja nicht immer jedem passen. Folierung ist halt auch so eine Sache, oder mit den Aufklebern. Es ist nicht jedermanns Sache, aber ne, wäre ja auch langweilig, wenn jeder immer einen schwarzen Leon mit BBS RS drauf fährt und sautief. Das ist ja, ne, das gibt's auch. Klar sieht das immer schön aus, aber es ist halt nicht jedermanns Sache. Ne, das müssen wir auch respektieren. Genau wie wir dieses Blatt respektieren. Hallo Blatt. Hallo Blatt. Bliert. Bliert. So, ja. Genug zum respektiert die anderen Menschen. Ich würde sagen, Robert respektiert jetzt, dass ich erstmal einen Kaffee ziehe, weil erstmal wieder reinkommen hier in den ganzen kalten Scheiß. Und ihr schaut einfach ab und zu rein und ich gebe euch ab und zu ein Update. Das klingt so, als hättest du es schon öfter gemacht. Ich möchte nicht darüber reden. Ach so, Thema Kofferraumausbau. Das war bei den Golfen war das immer auch ein Thema, warum das da so eingebaut wurde. Wie gesagt, es gibt bei uns verschiedene Ausbaustufen, wie ihr das eingebaut haben könnt. Bei dem ist es zum Beispiel jetzt auch so, der kriegt es gar nicht in die Reserveradmulde, weil der schon so einen Subwoofer drin hat. Das heißt, der hat so Holzplatten, die kommen da drüber und dann wird das einfach oben drauf gemacht. Das ist einfach technisch nicht anders möglich. Auch die Anzeige, aber da kommen wir später zu, oder? Ja. Kommen wir später zu. Wir fangen erstmal an. Aber ich streue mich noch. Ist cool. Kalt. Guck mal, zwei blau-türkise Autos auf den Bühnen. Oh ja, genau. Die unterschiedlich hätte ich sein können, obwohl sie eigentlich beide so ein Kreuz hinten drin haben. Der andere hat einen Käfig, der andere hat einen Bügel. Da ist auch noch was Blaues mit Luft. Oh Gott. Da ist eh so eine kleine. Ich bin richtig gefreut, nach dem Urlaub kommt man hier rein und. Hallo Hengen. Oh. Ich glaube, der hat mich vermisst, oder? Hat er zwischendurch noch mir gerufen? Ja, ne? Nö. Drecksack. Sehr gut.
lässt du bitte mein Leberkäsebrötchen in Ruhe. Hab gerade übrigens was Witziges festgestellt. Warte, darf ich mal eben zwischen deine Beine hergreifen, Robert? Dann gehst du lieber zur Seite, ne? Warte mal kurz. Das KW-Fahrwerk, was der vorher drin hatte, ist schon wirklich alt. Weil, das seht ihr daran, dass das noch von dem KW, dass das hinten noch Konidämpfer sind. Ja. Die sehen quasi so aus wie die, ja, ein bisschen anders, aber da hat KW noch die Dämpfer von Koni genommen. Ist ja heute gar nicht mehr. Machen ja alles selber. Aber selbst das Gewindefahrwerk, ne, um einfach mal zu zeigen, klar ist das ein bisschen dreckig, aber es ist kein Rost, es ist kein Gammel und das hier lässt sich sogar noch verstellen. Ne? Also das muss wirklich schon, ne, mal hier, ne? Butterweich. Das zeigt so ein bisschen die Qualität von KW. Also klar, wir machen jetzt auch Luftfahrwerke, aber ich bin immer noch ein starker Fan von KW. Macht ihr sehr schön. Wollte ich nur mal so. Weil das eben auch Konidämpfer sind, kam mir das eben gerade so. Das jetzt. Ah. Ja, jetzt ist der. Warte, haben wir Groschen, dass er fällt? Hier. Alter. Ja. Ja, jetzt hast du verstanden, ne? Alles klar. Warte, ich heb mal mein hart verdientes Geld wieder auf. Im Urlaub alles rausgeprasst. Junge, du sollst einfach nur das Fahrwerk einbauen. Du laberst die ganze Zeit so viel Zeug. Ja, ich freue mich halt wieder hier zu sein. Okay, dann müssen sich die Leute damit abfinden, dass das Video halt ein bisschen länger wird. Du musst ja nicht alles reinschneiden, Robert. Doch. Ja. Ich meine, sonst reden wir auch mal viel Mist. Was die Leute halt nicht so mitkriegen. Muss ja nicht immer alles reinschneiden. Sport auch erledigt, Leute. Also vor. Wie beim Zahnarzt jetzt. Nur, dass wir halt keine Löcher stopfen, sondern wir bohren welche. Ach Gott, jetzt hast du mich wieder daran erinnert, dass meine Weisheitszähne raus müssen. Echt? Mach mal A. Ach du Scheiße. Die unteren sind schon. Echt? Was war das denn das da hinten? Ist da ein Brötchen hinten oder so? Die Fresse. Nein, wir müssen jetzt sehen, dass wir hier wieder mit unseren Kabeln und Leitungen gut rauskommen und reinkommen. Ja, und dafür müssen wir jetzt noch ein bisschen bohren. Ansonsten, Dämpfer sind alle drin, Luftbälge auch. Jetzt geht's an die Luftleitung. Super, Zwischenstand. Okay. Okay. We'll be right back.
kommen sehen. Weißt du? Wind of Change. Okay. Ist gut? Ja. Vor deiner Zeit, hä? Aber GEMA. GEMA. Die 30 Sekunden kannst du wohl laufen lassen, oder nicht? Aber mehr auch nicht. Ja, okay. Wir sind jetzt schon bei 20. Okay, dann. Schon wieder was los. Es fühlt sich an wie ein Freitag, dabei ist heute Mittwoch. Die Tage und Nächte verschwinden ineinander. Aber der steht. Oh ja, wunderst du dich auch, ne? Der steht. Der steht wie eine Eins. Ja. Ist jetzt gerade auf Fahrhöhe. Also ja, wir können ja eigentlich mal sagen, wo wir jetzt gerade sind, so mit unserem Projekt. Im Kofferraum hinten ist alles luftleitungsmäßige installiert. Für die, die jetzt sagen, wie sieht das denn aus? Das ist noch gar nicht fertig. Weil der hier kriegt quasi die Basisversion. Das heißt, wir bauen das rein, schließen das an. Den Rest mit schönen Stoff und Verlegen und auch die Anzeige nachher macht der Kunde selber. Ne? Nicht, dass hier wieder Leute in Panik verfallen, weil das noch ein bisschen nach Rohbau aussieht. Das muss erstmal nur funktionieren, nicht schön aussehen. Dafür ist der Kunde selbst zuständig. Ja, genau. Wir sind jetzt eben dabei, das ganze Geschlauche fertig zu haben. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch verlegen, die Leitung. Die Leitung verlegen, so rum heißt es. Ja. Das heißt, die Knöpfchen für rauf, runter, die ganzen Relais, Plusleitung, Massekabel, das müssen wir jetzt alles verkabeln, verlegen. Das machen wir jetzt auch. Oder willst du das machen? Eine neue Zeit, eigentlich eine neue Phase für Robert Schraubt. Nein. Robert Schraubt. Nein. Heute Kabel verlegen. Heute nicht. Heute nicht? Warum nicht? Ja, okay. Okay. Abgenommen bei dir so? Geht's weiter? Hast du abgenommen? Ich habe nicht abgenommen, aber ich nehme das jetzt ab. Gut. Was ein Freak, ne? Ja. Der bumst schon wieder Volkswagen. Ja, gut. Ich weiß nicht, man sieht da nie so viel beim Kabelverlegen. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es fertig ist. Wir sehen uns später. Ich riech dich später, Robert. Bis gleich. Tschüss. Hallo, liebe Leute. So, nach vielen Kilometern, ja, Kilometer nicht, aber viele Meter an Kabel und Schläuche später und vielen ja, Anschlüssen und sowas alles, ist das Ding fertig. Also, ne, das Luftfahrwerk ist jedenfalls drin. Und wir können das Ganze jetzt schön mit der Fernbedienung hier vorne. Und hinten. Ganz interessant. Ich würde gern vorne noch mehr machen, aber. Ein bisschen geht noch, aber dann ist auch Ende, weil der gute Herr hat noch Kotflügel und alles da drin, Serie. Das heißt, er müsste jetzt etwas umbauen auf etwas breitere Kotflügel, dann können wir ihn vorne auch komplett ablegen. Ja, Luftfahrwerk ist halt nicht so einfach so Plug and Play, sondern da gehört immer ein bisschen ja, mehr zu, was das Ganze, also ist wie so ein Rattenschwanz. Wenn man einmal mit Luftfahrwerk anfängt, dann musst du auch bei vielen Fahrzeugen breitere Kotflügel verbauen, Radtauchschalen anpassen und all sowas. Also ist nicht ganz so Plug and Play wie jetzt ein normales Gewindefahrwerk. Ja. Aber so liegt er ja auch schon fast mit der Cupra-Lippe. Ne? Ich meine, gut, die berühmte Zigarettenschachtel passt noch drunter.
Noch einen Tacken. Ja. Noch einen Tacken. Ja. Das schon, so ist das schon gar nicht so schlecht, oder? Ist auf jeden Fall tief, ne? Ist auf jeden Fall tief. Tiefer auf jeden Fall auch vor, als vorher. Und wenn er jetzt Bock hat, der gute Mann, dann kann er einfach wieder. So. Noch ein Stückchen, oder? So. Und kein Huckel, keine Bodenwelle, keine Polizei, die neben dir steht, wo du denkst, ich bin viel zu tief. Einfach ein Knöpfchen drücken, hoch. Ist was? Nee. Also, finde ich schon geil. Ich glaube, so eine Fernbedienung brauche ich in meinem Sechser auch. Ist schon praktisch, das, ne? Das ist praktisch, ja. Stehst neben dem Auto, kannst einfach sagen. Vor allem, man kann sich das halt von außen angucken, ne? Ja, richtig, genau. Stehst da, auch so schon witzig, wenn Leute so auf dem Parkplatz so neben dem Auto stehen und stehst dann so. Hä? Das ist schon witzig. Ja. Ja. Sollst du was zu sagen? Nö, ich spiele einfach noch ein bisschen mit der Fernbedienung rum. Kannst du mal eben ganz gut, also es ist rattenkalt, es ist tiefster Herbst, guck dir mal die Bäume an. Deswegen würde ich sagen, gibt es jetzt eben nur eine ganz schnelle Runde ums Auto und ich trinke mal warmen Kaffee. Soll ich nochmal wieder runterlassen? Ja.